Meine deutsche Aussprache war so furchtbar, ich dachte, ich schaffe das einfach gar nicht. Ja, das hat mir vor einigen Wochen ein Medizinstudent gesagt. Und obwohl er so viel Ahnung hatte, konnte er das alles einfach nicht auf Deutsch rüberbringen. Er ist zwar in einem schon im Endstadium seines Medizinstudiums im Ausland und möchte jetzt nach Deutschland kommen. Und obwohl er mega viel Ahnung hat und extrem gute Noten, kann er kaum einen richtigen Satz auf Deutsch rüberbringen. Und obwohl er so viel Ahnung hat, ist es für ihn super frustrierend. Und also es ist ja nicht nur frustrierend, weil es kann ja sogar sein, dass er dadurch einfach seinen Studienplatz hier in Deutschland erstmal nicht bekommt und dann weiß er auch gar nicht, was er sonst machen soll, um dann hier in Deutschland eine Arbeitsstelle zu bekommen. Das alles würde bedeuten, dass all diese Jahre, die er in sein Studium mit so viel Mühe rein investiert hat, dass das alles umsonst war. Dann dachte er, also wenn ich jetzt in Deutschland so einen Intensiv-Deutschkurs besuche auf der Uni, dann muss doch meine Aussprache besser werden. Und das hat er auch gemacht. Also er ist nach Deutschland gekommen, hat hier ein paar Monate lang gewohnt und hat diesen Intensivkurs besucht. Er hat tatsächlich auch mehr Grammatik gelernt, konnte auch einfache Dialoge führen, ja. Aber das Problem war, dass er mit seinen Kommilitonen kaum Deutsch geübt hat, also kaum gesprochen hat auf Deutsch, weil unter den Kommilitonen ständig Englisch gesprochen wurde. Das war natürlich nicht so, wie er sich das vorgestellt hatte. Das andere Problem war dann auch, dass er generell mit anderen Leuten auch nicht Gespräche führen konnte, zum Beispiel beim Einkaufen. Und ja, also obwohl er jetzt schon besser war in der deutschen Grammatik und auch viele Vokabeln gelernt hat, konnte er immer noch nicht gut aussprechen. Also er konnte nicht gut aussprechen, konnte sich auch mit den Leuten nicht richtig unterhalten. Sie haben ihn auch gar nicht richtig verstanden und haben ihm auch eben nicht ein gutes Gefühl gegeben. Und das alles hat ihn sowas von verunsichert. Dann kam er natürlich wieder zu diesem Gedanken, dass dieser ganze Aufwand sich wieder nicht gelohnt hat. Er dachte dann wieder, weiß ich, also wenn ich jetzt meine Aussprache nicht verbessern konnte, dann werde ich das auch nie schaffen. Und das führt eben dazu, dass ich meine DSH-Prüfung, also diese Prüfung zum Hochschulzugang, gar nicht schaffen werde. Wenn ich das nicht schaffe, kann ich auch meinen Studienplatz in Deutschland einfach vergessen. Und er hat wirklich mental einfach komplett aufgegeben. Dann hat er mich aber über eine Instagram-Direktnachricht kontaktiert. Genau, das war so, er hatte eine Story von mir gesehen. Und ja, dann hat er mir geschrieben, wir haben auch ein erstes Gespräch in einem Videocall vereinbart. Und in diesem Gespräch konnte ich wirklich sehen, dass nicht nur seine Aussprache nicht gut war, sondern dass er einfach wirklich extrem unsicher war. Und da habe ich mich wirklich auch in ihm wiedererkannt. Es hat mich einfach daran erinnert, wie es mir damals ging. Da habe ich ihm natürlich gesagt, welche Methode mir damals geholfen hat. Da habe ich ihm dann von der Methode erzählt, die ich damals auch benutzt habe. Ich war die erste Person, die so richtig auf ihn eingegangen ist. Nicht, dass er sich in so einen Unigruppenkurs setzen musste, sondern wir konnten tatsächlich Stück für Stück das abarbeiten, was er wirklich brauchte. Und das alles hat ihm diese Sicherheit gegeben. Dadurch konnten wir auch einzelne bestimmte Punkte adressieren. Und ich meine, er ist ja ein super smarter Typ. Er konnte ja alles sofort umsetzen. Und er hat auch tatsächlich sein Examen geschafft, das DSH-Examen, und hat jetzt seinen Studienplatz hier in Deutschland. Dadurch hat er jetzt eine ganz neue Perspektive. Er fühlt sich in Deutschland, dass er in Deutschland angekommen ist
und kann frei auf die Leute zugehen und einfach Gespräche führen. Und natürlich, das motiviert ihn jetzt umso mehr. Er fühlt sich einfach nicht mehr wie ein kompletter Fremder. Aber die Frage ist jetzt, wie kann das denn sein, dass jemand, der vorher so unsicher war und kaum einen richtigen Satz rausbringen konnte, also wie kann das denn sein, dass er jetzt auf einmal in Deutschland ein Medizinstudium weiterführen kann und so selbstsicher? Und das alles nach nur ein paar Wochen Aussprachetraining. Also möchtest du vielleicht auch deine deutsche Aussprache verbessern und mit Selbstsicherheit sprechen können? Also es ist möglich, es funktioniert tatsächlich. Und ich habe zu diesem Thema auch noch ein Video gemacht. Ich habe den Link unten in den Kommentaren reingeschrieben. Also schau es dir doch einfach mal an.